Ja, hier steht er nun, mein Alfa Romeo 156 Sportwagen, 2,4 Liter Turbodiesel, 5 Zylinder, Jahrgang 2005, eingelöst im August 2005 vom Ersthalter. Ich habe den Wagen im Sommer 2007 gekauft, von privat, vom Ersthalter, und habe das Fahrzeug jetzt gute 9 Jahre gefahren. Aktueller Kilometerstand ist 223.000 Kilometer. Der Alfa ist wirklich ein sehr elegantes Fahrzeug, sehr sportlich, ist ein Sportwagen, also eigentlich Kombi mit dem Approach, sportlich zu sein. Sehr ein schönes Fahrzeug, sehr gepflegt. Ich habe alle Service gemacht. Ich habe wirklich gut zum Auto geschaut, große Reisen unternommen. Ich war mit dem Auto in Schweden, ich war in Tschechien, in Slowenien, Frankreich. Wirklich ganz Europa eigentlich gemacht mit dem Auto. Vor allem Autobahnkilometer, sei es zur Arbeit. Mein Arbeitsweg war immer so zwischen 20 und 30 Kilometer ein Weg, das zweimal täglich. Und die Reisen in Europa, mehrere Reisen, die so zwischen einem Wochenende und 2 Wochen waren und die immer so zwischen 500 Kilometer und 4000 Kilometer waren. Der Wagen kommt ab Motorfahrzeugkontrolle Dezember 2015, also das war vor rund 9 Monaten. Um diese Kontrolle zu bestehen, habe ich ziemlich investiert, also neue Scheinwerfer vorne, weil die anderen waren den Kontrolleuren zu matt. Dann habe ich motorentechnische Verschiedenes machen lassen, Einspritzdüsen und so weiter, was für einen Diesel ja, ratsam ist, weil er lief nicht mehr ganz rund letzten Winter. Dann Bremsen gemacht hinten, Auspuff gemacht vor einem Jahr, neue Frontscheibe letzten Herbst, dann Scheibenwischermotor hinten gemacht. Also rundherum habe ich nochmal investiert, rund 3000 Franken und habe die Motorfahrzeugkontrolle dann bestanden und seitdem wieder rund 15.000 Kilometer gut gefahren. Das Auto hat fürs Alter wenige sichtbare Mängel, das heißt, es hat einige kleinere Dellen oder Kratzer, die aber so aus der Distanz von 2 Meter kaum sichtbar sind. Rostmäßig ist auch eigentlich fast nichts vorhanden. Es gibt da 2, 3 neuralgische Stellen, wie hier unten, wo ein bisschen Rost vorhanden ist, aber nichts Gravierendes. Mit entsprechender Fahrzeugpflege lässt sich das im Griff halten. Ja, ich werde das Auto nun übermorgen stilllegen und versuche es schon seit ein paar Wochen zu verkaufen. Ich möchte natürlich einen guten Platz haben für den Wagen. Ich habe mich entschieden, Mercedes CLA Shooting Brake zu kaufen, weil Alfa Romeo eigentlich momentan kein Auto in der Klasse hat. Keinen Sportwagen, keinen Kombi. Und aufgrund des Kilometerstandes und meiner Fahrleistung von rund 25.000 pro Jahr habe ich mich entschieden, in ein neues Auto zu investieren. Der Wagen innen hat Lederausstattung, ist wirklich ganz edel, graues Leder, auch grauer Himmel. Eigentlich der Innenbereich ist alles in Grau gehalten mit ein paar Elementen in Schwarz oder in Silber. Wirklich ganz ein schönes Fahrzeug, ohne viel überladendes Schnickschnack, was Alfa Romeo vor allem bei späteren Modellreihen oft gemacht hat, dass dann tausende Schalter vorhanden sind oder klobig wirkende Armaturenelemente. Das ist hier nicht der Fall.
ist wirklich alles sehr elegant. Und das Auto ist wirklich in einem sehr schön gepflegten Zustand. Es war eigentlich mein erweitertes Wohnzimmer. Und ich hasse nichts mehr als Schmutz und Unrat im Wohnbereich. Und dazu gehört auch das Auto. Also deshalb hier der Alfa, sehr schön gepflegt. Wirklich. Und ich habe außer mit dem Staubsauger heute so eine Grobreinigung, habe ich eigentlich nichts Spezielles gemacht. Ladebereich zeige ich noch. Ich zeige zuerst nochmal alle Innenbereiche, dann die Beifahrerseite hinten. Das Auto hat auch eine ordentliche Audioanlage, wo man gut Musik hören kann. Und ich muss nicht betonen, es ist ein Nichtraucherfahrzeug. Also da drin wurde keine einzige Zigarette geraucht. Und wirklich in einem sehr schönen Zustand. Sehr gepflegt. Und es ist wirklich mit einem weinenden Augen, dass ich das Fahrzeug jetzt für mich stilllege, weil ich bin wirklich gern mit ihm gefahren, werde das auch die nächsten 2 Tage noch tun. Wirklich toller Wagen, 185 PS, wenn ich mich recht erinnere, macht der 2,3 Liter Motor. Und man kann wirklich relativ früh in die höheren Gänge schalten, der Diesel hat da genug Zug. Und auch verbrauchsmäßig, ich bin eigentlich immer so mit, jetzt muss ich da nochmal schauen, ob ich den richtigen Hebel gezogen habe. Natürlich nicht, es ist der da. Das andere war die Tankklappe. Also ich bin etwa mit durchschnittlich 6 Liter gefahren. Und auf 100 Kilometer, also Tankfüllung reichte immer gute 1000 Kilometer, 1000 plus, also 1050 und so weiter. Das Auto kommt dann noch mit einem Skiträger und einem Fahrradträger, Original Alfa Romeo, das habe ich auf Fotos drauf, und einem Satz Alufelgen für den Winter noch, die, wenn ich mich recht erinnere, 15 Zoll sind, und die Sommerfelgen, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind 17 Zoll. Tankdeckel hier. Von innen verriegelbar, dann hier kein Schloss. Kleine Details hier, die Gummilasche, die hat sich vor Jahren mal verselbstständigt. Aber sonst, wie gesagt, das Auto in einem sehr schönen Zustand. Und ab Schweizer Motorfahrzeugkontrolle Dezember 2015, also zum heutigen Datum sind das vor 8-9 Monaten, das heißt, jetzt durch Halterwechsel kann man das Fahrzeug direkt einlösen und sich an ihm erfreuen und viele tausend Kilometer zurücklegen. Ja, das ist mein Alfa Romeo 156 Sport, den ich hier wahrscheinlich zum letzten Mal auf Video bringe und an diesem schönen Standort beim Militärflughafen Emmen bei der Airbase beschließe ich dieses Video mit einem Blick zum Himmel.